Glück auf, ihr Lieben. Willkommen zum siebten und letzten Teil des zweiten Buches. Es gibt noch ein drittes Buch, zu dem komme ich dann später. Hier haben wir nur ein paar Beispiele des Wassers. Jeder weiß das selber, wenn man Wasser in ein Gefäß füllt, ist es egal, was auf dem Grund dieses Gefäßes liegt. Das Wasser wird immer eine gerade Oberfläche ergeben. Ja, und laut gängiger Wissenschaft ist die Erde eine Kugel, das heißt, das Wasser müsste gekrümmt um diese Kugel liegen. Was schon mal nicht geht, weil wenn man die Rotation dieser Erdkugel betrachtet, das Wasser würde sonst wohin springen. Aber da dürft ihr gerne in mein Video schauen zu dem Universum der Veden, Bhumandala. Ich werde sie oben in der Infobox verlinken. Einfach draufklicken, dann seht ihr das auch. Da sind auch nochmal mehr Beispiele dazu. 150 Kilometer, ne? Die Fotohöhe sind 4 Meter, der Berg sind 2000 Meter. Ja, theoretisch müsste nach Berechnung 1600 Meter von diesem Berg verschwunden sein. Ja, ist es aber nicht. Hier kann man es sich gerne berechnen lassen. Ja, du müsstest theoretisch das sehen. Das tust du aber nicht. Du siehst viel mehr. Das hat auch mit den neuen Kameras zu tun, mit der Nikon P900, Nikon P1000 kann man so nah ranzoomen. Das ist wirklich Wahnsinn. Man kann quasi in Anführungsstrichen hinter die Kurve der Erde zoomen. Ja, nur so viel dazu. Dann haben wir hier auch eine Distanz von, das müsste theoretisch Athos from Skopelos, also in seiner Heimat, von dem der das Buch gemacht hat, Griechenland. Hier haben wir auch die Berechnung, ne, wenn wir hier sind und hier ist der Horizont und so weiter und so fort, da müssten Sachen unter dem Horizont sein, nur um es bildlich darzustellen. Ja, was wir aber sehen, ist natürlich wieder viel, 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 viel mehr. 1100 müssten weg sein, ne? Wir müssten eigentlich nur die Spitze sehen, aber wir sehen viel mehr. Ich glaube, ist klar, was damit gemeint ist. Hier haben wir das auch nochmal, den Beispiel. Ja, was wir sehen müssten, wäre nur der obere Teil, aber wir sehen viel mehr. Ja, dank den neuen Kameras. Dann haben wir hier dasselbe Beispiel nochmal. Ja, ihr könnt gerne das Bild anhalten. Hier haben wir die Distanz. Ja, es müsste eigentlich nicht zu sehen sein. Wir sehen viel zu viel. Ja. Das war's zum zweiten Buch. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung. Ja, also die schwarze Sonne unter der Erdscheibe erschafft Sonne und Sonne und Mond. Ich bin auch schon ganz durcheinander. Die Sonne ist ja Plasma aus kosmischer Energie, positiver kosmischer Energie. Der Mond ist Plasma aus negativer Energie. Ja, Tageslicht passiert in der Ionosphäre von fluoreszierenden Edelgasen, die durch das elektromagnetische Feld der Sonne geladen werden. Ja, die Mondphasen, die passieren durch das Limit der Sonne und der Wechselwirkung zwischen der kosmischen Energie Plus und Minus, wenn es dann quasi refraktiert wird und sehr nah beieinander sind, dann tut die positive Energie die negative Energie verdecken. Ja, also das Positive ist immer stärker als das Negative. Das gilt im elektromagnetischen Feld genauso wie im spirituellen Feld. Ja, die Planeten, die sogenannten Planeten, sind ja ätherische kreisförmige Felder innerhalb der anderen. Ja, das hatten wir auch gesehen. Und ja, das sind niedrigere Frequenzen, ja. Je nachdem, umso höher man geht, ne, da haben wir dieses 4D-Bewusstsein, 5D-Bewusstsein und so weiter und so fort. Und so ergibt sich das auch mit den Planeten und der sichtbaren Welt für uns. Dann haben wir gelernt, die Sterne sind Reflexion der großen Tiefen und der großen Höhen, also der Energiepunkte der Erde. Und zwar wird das reflektiert in dem ätherischen Feld über uns, also oben drüber. Dann haben wir ja, der Mond und die Sonne, haben wir festgestellt, dass die rotieren und dass man die oder den Mond zumindest als Kompass nutzen kann, wenn man die Achsen der verschiedenen Mondphasen einschätzen
kann. Ja, und die Sonne ist wie eine Linse und rotiert genauso wie der Mond. Zeigt uns also immer dasselbe Gesicht. Und dann haben wir gelernt, die Größe der Sonne und des Mondes, dass diese circa 51 Kilometer sind und dass die in 5500 und 6000 Metern Höhe schweben, beziehungsweise gespiegelt werden. Ja. Dann haben wir auch die Sternbilder gelernt, ja, und damit sind wir am Ende des zweiten Buches. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich versuche das alles hier so, während ich mir das anschaue, ins Deutsche zu übersetzen. Fällt mir manchmal ein bisschen schwer, daher komme ich hier und da mal ins Stocken. Ich hoffe, es ist trotzdem verständlich von mir erklärt und ich hoffe, ich sehe euch beim dritten Buch im nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Thank you.